Das kann ich mir nicht ganz vorstellen, es sei denn, du ziehst den kleinen Rock an und stellst dich an die Straße. Dann könntest du auf einen Lohn von 23 Euro die Stunde kommen. Bäm ins Gesicht. Hallihallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig beim Gusua. Ich habe jetzt gerade erst die Kasernen in den Boost gebracht und alles andere auch. Ich möchte mit den Pokis in dem Account jetzt noch ein bisschen hochgehen, weil, guckt mal, Poki-Jagd ist angesagt. Wir gucken mal, beste Clans, Germany. Ich möchte, wie gesagt, auf jeden Fall in die Top 200. Ist auch ohne Probleme machbar. Wir sind jetzt 406. Ja, wie gesagt, da hier Farming Guys gleich reingeballert. Einfach nur Bogies, einfach nur Townhall snipen. So, wäre natürlich mega langweilig. Klar, damit braucht man jetzt keinen hier, Nerven sozusagen. Ich hoffe mal, dass ich hier das Townhall noch wegbekomme. Da ist garantiert Tesla-mäßig was am Start, wa? Oh, nein, wirklich? Komisch. naja, auf jeden Fall geht es darum, dass halt die Pokis hoch sollen und das sollte ohne Probleme machbar sein. Also wir sind ohne Probleme in der Lage, Top 200 zu werden. Und das möchte ich jetzt halt eben machen und ich hoffe mal, ja, dann haue ich halt die, ich glaube, mir wurden noch Magier gespendet. Dann sollten die hier kurz mal das Rathaus platt machen. Ja, oh. Ich hätte gleich ein bisschen geweint. So, es waren natürlich lächerliche 5 Pokis, klar, aber egal, wen interessiert's. Ja, wie gesagt, jetzt geht's hoch und dann gucke ich immer, wäre jetzt natürlich mega langweilig für euch. Oh ja, jetzt snipt er hier ein paar Rathäuser weg. Deswegen machen wir Folgendes. Immer wenn noch ein paar Angriffe sind, ja hier, guckt mal, das, da gucken wir kurz rein. Und dann, oh, auch sehr geil, sehr geil. Und sowas schauen wir uns kurz an. Und dann beantworte ich auch noch ein paar Fragen oder sag oder gebe meinen Senf zu bestimmten Kommentaren. Zum Beispiel heute hatte ich eins, da komme ich bestimmt später auch noch zu, schrieb einer irgendwie, ja, von wegen, oh, das ging um das Video in Berlin, um den Vlog, wo ich gesagt habe, ich, ja, mein ganz normaler Verdienst liegt irgendwie zwischen 20 und 25 Euro, was gar nicht so schlecht ist, meiner Meinung nach. Und er kam an von wegen, ja, ich verdiene ja in meiner Ferienarbeit 23 Euro. Rechne das bitte mal hoch, du hättest ein Jahresbrutto bei deinem Ferienjob von 45.000. Glaubst du, glaube ich, selber nicht, oder? Von daher sollte man da auch so ein bisschen soft und bei der Realität bleiben, weil das kann ich mir nicht ganz vorstellen, es sei denn, du ziehst dir einen kleinen Rock an und stellst dich an die Straße, dann könntest du auf einen Lohn von 23 Euro die Stunde kommen. Bäm ins Gesicht. So, nee, weil wie gesagt, das ist immer so eine Sache, ja. Glaubt da, glaube ich, selber nicht. Nee, aber ansonsten, gucken wir mal, Bumsbiene hat geschrieben, schön ein neues Video, zurücklehnen und genießen, das finde ich immer besonders geil, dass einfach wirklich dieses, dass ihr das, wie soll ich sagen, irgendwie auch kommentiert und sagt, ey, cool, dass du ein neues Video gebracht hast und erstmal ein bisschen enjoyen und fertig, das finde ich richtig cool. So, hatte ich da noch eine klare Anfrage bzw. eine klare Einladung, da hatte ich natürlich keine Zeit zu, weil wir müssen ja hier ein bisschen, so, jetzt ab nach oben mit euch. Ich gebe auch Gas. So, weil, wie gesagt, ist natürlich klar, dass, gucken wir mal. Ja, also ich sag mal, ja, Nova hatte ausgerechnet, um und bei 28.000 müssten wir erreichen. Und das ist locker flockig drin, also so ganz locker. Und dann ist das cool. Hauen wir kurz rein. Wie alt ist denn meine Tochter? Genau, die Frage wurde gestellt, wie alt meine Tochter ist. Die ist 7 und ja, wie gesagt, ich 29, mit 22 ein Kind bekommen, beziehungsweise Vater geworden. Ja, das passt. Und ja, ist halt eben besser, als wenn man, wer weiß, wie alt Vater oder Mutter wird. Ich denke mal, das ist immer so eine Sache. Man kann sie immer ein bisschen besser in sein Kind reinversetzen.
Und ja, klar, wenn du irgendwie mit 60 Vater wirst, ich meine, klar, dann hast du eventuell oder sehr wahrscheinlich schon ordentlich Kohle, kannst bestimmt noch ein bisschen was anderes machen, beziehungsweise hast vielleicht so weit ausgesorgt, dass du sagen kannst, gut, okay, komm, ich kann mich jetzt hier 24/7 mit dem Kind beschäftigen. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Dann, ja, das ist auch klar gewesen. Habt ihr selber gesehen, die Gräber hat man ja gesehen, das war also wirklich schon verräterisch. Wenn hier keine Teslas gestanden hätten, warum wären dann sonst dort Gräber gewesen? Es hätte nur sein können, dass er die CB gelockt hat und dann hierhin. Aber ansonsten wären da keine Gräber. Also jetzt gucken wir mal. Ah, das ist auch ein bisschen unschön, aber ich glaube, so ganz wenig ist hier gar nicht in den Minensammlern drin. Gucke ich mal kurz an. Schaue ich mal, ob ich hier... Naja, ist jetzt auch nicht so übermäßig, aber dadurch, dass ich im Boost bin, kann man das machen. Und dann ist das Shiggy. So. Zack. Ich hätte natürlich gerne das Dunkel noch mitgenommen, logisch, aber da komme ich jetzt momentan nicht ran. Da will ich... Ja, aber immerhin, passt. Dann geht's weiter. Gucken wir mal. Haut rein, kriegen wir hin. Fail. Schauen wir rein, was der Troller hier raushaut. Der Troller hat eine Base gebaut. Naja, klar, bietet sich natürlich an, von oben reinzugehen, klar. Weil halt wirklich Alex im Überfluss da ist, klar. Und ich meine, wenn ich über 300k bei einem Town Hall 8er kriegen kann, dann ist das natürlich klar, dass ich auch oben reingehen würde. So, jetzt gucken wir aber mal, wie es ausschaut. Ja, man darf die Luckys auch nicht vergessen, beziehungsweise nicht vernachlässigen. Vernachlässigen? Unterschätzen, wie auch immer. Man muss immer mit denen rechnen. Aber guck mal, ganz ehrlich, das ist auch schon... Ich meine, für den Troller war es jetzt von Pokis ja gut, aber war natürlich schon eine ziemlich teure Kiste. So, jetzt habe ich auch... Bin ich dann auch wieder auf die Idee gekommen. Also, ja, wie gesagt, also die nächsten Videos, beziehungsweise das Video wird auf jeden Fall ein mega Quatsch-Video, also vom Reden her. Und sollt ihr aber auch mal wieder haben, also von daher passt das. Ja, dachte ich dann jetzt auch, ja, ich hatte irgendwie eine ganze Weile, weil ich ja jetzt im Urlaub war, ich ja mit dem Account komplett inaktiv. Und dachte ich mir dann auch, gut, okay, was machst du jetzt als nächstes? Und dachte mir, naja, ich habe die 4 Bauarbeiter frei. Und dann dachte ich mir, ja, du könntest ja auch langsam mal wieder eine Mine starten oder einen Sammler. Und dann könntest du da auch mal ein bisschen weitermachen. So, nächster Angriff. Wie gesagt, meine Tochter ist 7, das hatten wir geklärt. Kann ich nebenbei hier schon mal das nächste machen. Dann schrieb Luke, er würde auch gerne mal Zuschauer treffen. Ja, das wünsche ich dir auch. Das ist natürlich klar. Das ist halt wirklich der, wie soll ich sagen, hier, oh. Das ist ja ganz easy hier. Und beziehungsweise ganz lockerflockig zu merken. Das waren ja nicht wirklich eine Fallenstellung, sage ich mal. Ja, wünsche ich natürlich jedem, dass es halt so spontan geht wie bei mir. Das war natürlich mega geil. Also, wie gesagt, auf einer Messe rechnet man wirklich immer mit Abonnenten, klar, die halt noch vorbeikommen und so. Aber so im ganz normalen Real Life, was weiß ich, beim Einkaufen oder sowas, einen Abonnenten zu treffen, ist schon ziemlich nice. Also, das fand ich auch ziemlich geil. So, jetzt sehen wir natürlich hier, ist auch noch ein bisschen Loot. Und ihr wisst selber, Loot tut gut und deswegen sagen wir natürlich... das nehmen wir noch mit, das ist ja ganz klar. Und ich würde mal sagen, da habe ich genau zum richtigen Zeitpunkt geboostet. Na, ich würde mal sagen, 150k Gold. Könnte das sein? Ja, das sollte passen. So, jetzt noch zwei Bogies hier. Hauen wir die da rein. Läuft auf jeden Fall. Man könnte jetzt noch die CB droppen, aber die lasse ich mir. Fürs nächste Mal. Na, einwandfrei sind wir dabei. So, dann schauen wir mal, wo wir jetzt sind. Ja, das passt. Oh yeah, das ist schon um einiges fresher. Das sind schon mal 40 Plätze weiter oben. Lass uns weiter hochgehen. Ah, auch ziemlich... Alter, das ist geiler Loot hier. Das ist echt...
Also, das ist richtig, richtig cooles Zeug, muss ich sagen. Echt. Bin gerade richtig überrascht. Ich meine, ihr wisst selber, jetzt für Town Hall 10 ist das natürlich null, das ist klar. Aber jetzt in dem Bereich hier einfach ein paar Bogies gedroppt und mitgenommen und dann noch die 50% machen, dann läuft das hier auf jeden Fall. So, jetzt sind wir bei 50% gleich. Und zack, einwandfrei. Ah, nehmen wir noch. Nee, Town Hall. Snacken wir uns hier noch das? Nee, 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 kommt. Egal. Und jetzt geht es natürlich momentan noch richtig gut hoch, klar. Also sprich, ich komme noch richtig gut nach oben hier, ohne wirklich viel Aufwand zu betreiben. Das ist natürlich mega geil. Schrieb noch einer, warum war ich nicht der Junge? Also sprich, der Abonnent, der mich in der Tanke angequatscht hat. Aber wie gesagt, da muss ich halt wirklich sagen, echt Respekt nochmal an Rockstar LP. Richtig? Ich glaube, das war Rockstar LP, wenn ich das nicht verwechsel. Und ja, der hatte halt einfach mal die Eier in der Hose und hat gesagt, gut, okay, komm, das kriegen wir hin. Ja, vielen Dank nochmal für die Glückwünsche im Bereich Stream. Das war cool. Ja, komm. Mit der Aussage bist du natürlich dabei. Das kriegen wir doch hin. Und Town Hall. Alter, das ist echt krass. Man denkt so, boah, krass, krass, krass. Richtig schön gemaxt. Aber guck mal, hier Kanonen auch nicht. Bogitürme auch nicht. Aber ist natürlich echt nice. Da können natürlich richtig gute Truppen gespendet werden. Und dann darf man sie natürlich auch hier aufhalten. Das ist ja klar. Kriegen wir doch alles hin hier. Wir machen doch möglich, was möglich geht hier. So, hier, ihr seht es auch selber. Goldlager ist natürlich schon auf der kompletten Kapazität. Aber das LX-Lager habe ich echt noch ein bisschen vernachlässigt. Das stimmt wirklich. Das sagte mir dann einer, du kannst ja noch gar nicht das und das komplett upgraden. Das stimmt vollkommen. Und muss natürlich auch nachgemacht werden noch. Ja, der Wuwu hat noch geschrieben. Wie geil. Ich würde echt gern wissen, wie ich reagieren würde, wenn du mir vor die Füße laufen würdest. Ja, das glaube ich gerne. Ja, hier, Rufende Wehr schreibt, du wohnst in Flensburg, ich wohne in Wanderup. Nicht direkt in Flensburg, sondern ja, ich kann es ja raushauen. Ich wohne in Baderup, also sprich, das ist noch ein kleines Town. Nee, Town kannst du nicht nennen. Ein kleines Village near Flensburg. Und da geht mal richtig der Guso ab. Alter, schon wieder ey, extremst geiler Loot. Und das ist natürlich ziemlich geil. Ja, aber ich habe mich echt wirklich, wie gesagt, Quatschstunde heute. Echt Quatschstunde. Von wegen Wanderup. Wanderup ist ja auch eine kleine Hütte, sage ich jetzt mal. Da lebt auch nicht so viel Menschenanteil. Und da war halt eben auch Dana. Dana war in seiner Longboard-Tour in Wanderup und ich habe dieses Video einen Tag zu spät gesehen. Die hätten bei mir pennen können. Ja, hätten sie. Die hätten Internet gehabt. Ich hätte denen alles geboten. Und wer weiß, dann wäre es natürlich. Ja, schreibt mal rein in die Kommentare, wie wäre das gewesen? Ich glaube schon, dass sich das enormst auf den, ja, auf den YouTube-Account auch irgendwo ausgewirkt hätte. Ganz klare Geschichte. Und wäre, denke ich mal, gar nicht verkehrt gewesen. Aber wie gesagt, so kann man halt sagen, hey, man ist alleine Fame geworden und dann passt das auch. Also von daher ist das nicht schlecht. Aber klar, ich meine, gegen Hilfe hat natürlich keiner was, logisch. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ist halt irgendwo wirklich so eine Sache. Wenn man halt wirklich selber sagen kann, ey, ich habe mir das selber erarbeitet, dann ist das echt schon eine coole Nummer. Aber ich meine, Hilfe ist natürlich nie schlecht. Auf jeden Fall. So. Könnten wir fast wieder. So, weiter geht's. Deine Videos sind so cool. Das Einzige, was du verbessern könntest, ist die Musik. Ja, wie gesagt, also Hintergrundmusik. Ich will das wirklich so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes im Hintergrund behalten. Ja, genau. Also nur wirklich in Special-Dingern wirklich dann mal eine Musik reinballern. Weil ja, ansonsten. Ja, weiß ich nicht. Ich bin halt wirklich nicht dieser Standard-YouTuber, finde ich. Ich bin anders. Und ihr liebt mich dafür. Hoffe ich doch mal. Dann schrieb noch der Stil PvP. Könnt ihr euch noch an das Video erinnern? Ich muss es mal einfach öffnen. Das Labor hier. So. Und
Jetzt kommt von jemand anderem. Jetzt kommt von jemand anderem was. Der ballert hier rauf. Ich lass das laufen. So. Als Kommentar, ich kann ja runterscrollen. So. Du bist schon ein bisschen dumm, oder? Der wollte Pokis verlieren. Läuft bei ihm. Deswegen wartet er auch, bis er wirklich original das Labor weggeballert hat, oder? Klar, der wollte Pokis verlieren. Wenn ich Pokis verlieren möchte, dann droppe ich meinen King und breche ab. Oder seht ihr das anders? Also Stil PvP, vielleicht doch nochmal ein bisschen überlegen, bevor du einen Kommentar schreibst. Hey, krass, wenn ich hier den mache, dann fängt mein Licht an zu. Na, egal. So, also nur so dazu, das glaube ich nicht mehr. Also früher dachte ich mir auch, oh Mist, habe ich vielleicht wirklich was Falsches gesagt oder sowas? Ja, aber mittlerweile sage ich dann eben auch, naja, manchmal kriegt man irgendwelche Kommentare zugeballert, wo du echt denkst, oh ja, hätte derjenige vielleicht auch noch mal ein bisschen überlegen können. Also, so. Kacke, ey. Das wollte ich natürlich nicht gerade, aber gut, okay, ihr seid live dabei. Wie gesagt, warum soll ich irgendwas rausschneiden, was fail lief? Nein, ihr seid live beim Gusua dabei. Und wenn er einfach mal... Ja genau, jetzt ist noch die CB voll. Ja, richtig, alles klar. Warum denn? Ah, dumme Sau. Ja, okay. So, für 50 Pokis noch mitgenommen. Ja, kommt hier, dann hauen wir noch raus hier. Naja, die paar Dinger noch. Egal. Dafür brauche ich jetzt meinen King auch nicht wasten. Aber warum muss ich da aus Versehen den Button drücken? So, weiter geht's. Wir gucken mal, ob wir hier noch All Stuff kriegen wir doch hin. All Stuff, zack, zack. Hier hauen wir hier noch einen Bogi rein. Gucken wir mal, lassen wir mal laufen. Kein Fail, lassen wir einfach laufen. So, wie heißt dein Clan und wie ist das kürzt? Ja, Keep, dann Leerzeichen. Minus, Punkt, Minus, Leerzeichen, Karm. So, das gucken wir uns mal an hier. Der Martin wurde angegriffen. Und ich denke mal, Martin ist der aus meinem Clan, der dann aber kurzzeitig in einem anderen Clan war. Das lassen wir mal einfach durchlaufen. Ihr könnt euch das einfach mal gönnen. Und ja, Keep, Leerzeichen, Minus, Punkt, Minus, Leerzeichen, Karm. Da haben sich wieder welche... Ja, Stream war richtig heftig. Ja, auf jeden Fall. Dann gucken wir mal. Ich habe die Geschichte. Zack. Ja, mittlerweile in diesem Gem-Glitch-Video von mir merke ich halt auch echt, was Lichtle mal angesprochen hatte. Und zwar, dass das... ja, das halt wirklich mit dieser Spam-Werbung von wegen, ja, hier, Gem-Glitch, Gem-Glitch, das nimmt echt zu, das ist echt krass. Lern du lesen, da ist nicht falsch dran, dummes Kind. Lern du lesen, da ist nicht falsch dran, dummes Kind. Ja! So. Ohne Musik finde ich es entspannter, meiner Meinung nach. Ja, wie gesagt, das sieht halt wirklich jeder anders. Der eine sagt, oh cool, ohne Musik, oh cool, mit Musik. Also ich verstehe das schon, dass so im Hintergrund immer ein bisschen was, das ist verständlich. Aber ja, wie gesagt, ist halt zack und fertig. Tolles Video, mach weiter so. Ich mache den Queen Walk schon seit Anfang des Jahres und nun ist meine Level 38 dank der Heiler. Ja, also wie gesagt, das ist... echt übel, wie das läuft. Und klar, ich meine,
wirklich so ab 25 wird die halt noch übelst mehr razern und ab 30 kannst du dann, denke ich, auch wirklich die gemaxten Infernos wegballern. So, hi Guso, ich finde bei Camcorder oder wie das heißt, leckt der Stream ganz schön rum. Also er lädt ganz schön. Das kann durchaus sein. Also er schrieb wohl, bei Twitch läuft es besser. Das kann aber auch einfach an mir liegen oder gerade an dem Stream zuvor. Weil ansonsten war ich echt mit dem Stream so vom Laggen her richtig zufrieden. Für die, die OBS, beziehungsweise ja, die halt Stream-Erfahrung auch haben, muss ich sagen, ist es halt wirklich so, das werden auch mehrere sagen bestimmt, dass man bei einem Stream wirklich schon 10 Megabit im Upload gerne haben darf. Das stört auf jeden Fall nicht. Und ja, alles andere darunter ist immer schon so eine Geschichte, weil man will natürlich auch in einer gewissen Qualität halt streamen, klar, logisch. Hier haben wir wieder was, was wir einfach mal wegdrücken können. Und dann ist das in Ordnung. Weiter geht's. Mach weiter so, ja, das mache ich auf jeden Fall. Kannst du mal einen Livestream machen? Justin Lil, ja, kann ich heute. Beziehungsweise ihr werdet das Video natürlich später gesehen haben, aber ihr wisst, was ich meine. Also montags und donnerstags dann höchstwahrscheinlich. So. So, da ist mein Angriff weg. Können wir machen. Zack, zack. Hoch geht's. Jetzt gucke ich nochmal kurz, wo wir sind. Und dann soll es das erstmal gewesen sein. Ist ja schon ein mega langes Video. Aber wie gesagt, ich wollte heute nicht nur 5 Minuten und fertig. Und ja, wie gesagt, dieses Standard-Loot-mäßig hier, oh, guck mal hier, Raids, das wollte ich halt nicht. Das, ja, es muss halt eben wieder was Neues her. 295, sehr geil, sehr geil. Jetzt geben sie sich echt Mühe. Und damit möchte ich euch erstmal entlassen fürs nächste Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Haut ein Like raus, wenn es euch gefallen hat. Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann gebt mir ein Dislike, klar. Schreibt aber, wenn es euch nicht gefallen hat, bitte rein, was nicht gut war. Und dann ist das in Ordnung, dass man halt eben immer besser werden kann. Das wäre eine ziemlich geile Nummer. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.